Hallo, was ist denn das für ein Handy? Dein neues Handy. Wo ist meins denn? Liegt im Meer. Hast es reingeworfen, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Ich war ziemlich dicht. Triff uns im Hackerspace. Wo? Check deine Bilder und find's raus. Wessen Wohnung ist das? Verdammt, ich schätze, ich war dicht. Hm? Wie eine Strandhaubitze. Hol dir erstmal was zum Anziehen, dann sage ich dir, wie es weitergeht. Oh, und du musst dein Handy betriebsbereit machen. Also lad dir alles aus dem Store runter, bevor du wieder herkommst. Oh Mann, mein erster Tag und dann sowas.
Dafür musst du die Freisprechfunktion einschalten. Bist du auf Lautsprecher? Ja, das Zeug stinkt. Das ist Bier mit Eiweiß. Was erwartest du? Egal, leg den Kopf auf die Tischkante und breite deine Haare so aus, wie sie aussehen sollen. Okay. Okay, ich bin soweit. Jetzt gieß das Zeug drüber und du hast einen Instant-Iro. Okay. Oh, fuck. Ich hab was im Auge. Ja, vielleicht hätte ich dir lieber selbst helfen sollen. Das ist witzig. Ohne Scheiß, Mann. Gut. Läuft alles. Verschwinden Sie und tun Sie das nicht wieder.
Okay, Sitara, wo bist du? Okay, ich schick dir die Position und den Türzugangscode. Hey, die Umkleide ist hinten. Okay, danke. Was? Hey, sorry. Ja? Ja! Wuhu! Hey, halt! Deswegen weiß ich, dass du ein Loser bist. Hast du gehört?
Endlich. Also, ich habe mit Josh geredet. Und Bloom, eins auszuwischen, stand schon lange auf der Liste. Okay, im Kampf gegen Bloom brauchst du zwei Dinge. Du musst die Leute von deiner Sache überzeugen, um nicht als Troll dazustehen. Und wir brauchen Bots, und zwar jede Menge, um alle Daten von CTOS zu verarbeiten. Danke, Josh. Wir haben letzte Nacht die App modifiziert. Wenn du uns Follower bringst, die die App downloaden, können wir ihre Prozessorleistung für uns nutzen. Machen wir ernst? Ziehen wir das durch? Ja, Mann, wir ziehen das durch. Legen wir endlich los. Scheiße, ja, Mann! Die Barbaren sind an den Toren und bereit, Römerschädel einzuschlagen. Wir starten ein paar große Dinger mit Massenwirkung, die uns Sympathien bringen, damit die Leute unsere App runterladen. Mhm. Gut. Keine Sorge, wir fangen mit was Gutem an. Marcus, da bist du ja. Am Leben und trocken. War mir nach dem Nachtbaden nicht so sicher. Komm her, das musst du dir ansehen. Eigene Open-Source-Forschungs-App. Also pass auf, wir hier alle tragen die Schwachstellen zusammen, die wir finden und ermutigen alle, ihre Arbeit und Forschung und so zu teilen. Okay, und was macht diese Forschungs-App? Gibt uns mehr Fähigkeiten? Macht uns unwiderstehlich für das Geschlecht unserer Wahl? Also sowas wie eine Ich-kann-Kung-Fu-Geschichte? Wenn Kung-Fu ein Geschlecht wäre und nicht zu 1999, aber klar. Siehe da! Die Wunder der Technik. Ein 3D-Drucker? Das ist der Arni der Drucker. Er kann ein ganzes Arsenal tödlicher Waffen ausspucken. Ernsthaft? Ja, wenn du's drauf hast, voila! Hipster-Kaufmann des Todes. Alles klar, aber ich bin kein Hipster. Na klar, red dir das ruhig ein. Jetzt stell mal was damit her. Aber jag uns nicht hoch.
gut, noch einen Bruder hier zu haben. Gut, hier zu sein, Mann. Seid ihr alle Hacker? Wenn du was wissen willst, komm ruhig zu mir. Also Josh da. Der baut immer Zeug, das nicht funktionieren sollte. Im Moment arbeitet er gerade an dieser riesigen Drohne. Und Wrench? Auch ein guter Techniker. Aber besser im Kaputtmachen. Und yo, Sitara? Eine echt gute Künstlerin und Grafikdesignerin. Ohne sie hätte Deadsec heute weder ein Gesicht noch eine Stimme. Was ist mit dir? Welche Superkraft hast du? Taktischer Koordinator oder Katzenhirte, such's dir aus. Ich schick Deadsec dahin, wo es am meisten bringt. Kennst du Primate? Das sind ein paar Hacker der übelsten Sorte. Ja, ich hatte schon mal das Vergnügen. War nicht angenehm. Sowas hört man doch gerne. Sag Bescheid, wenn du bereit bist, dann gebe ich dir mehr Infos. Es laufen immer irgendwelche Orbs gegen Primate. Du bist jederzeit willkommen. Echt abgefahren, was? Diese ganze Bude ist abgefahren. Früher haben wir hier Nachrichten überwacht. Jetzt ist es unsere Follower-Wand. Die zeigt, ob wir im Trend sind? Nein. Sie basiert auf Fakten. Wie viele Downloads unsere App hat, wie viel Rechenleistung wir verfügbar haben. Sowas. Cool. Und apropos, wir laden die DeadSec-App gerade in diesem Moment auf dein Handy herunter. Öffne sie nachher, klicke auf die vorgeschlagene Operation und geh raus in den Park. Dann testen wir es. Klingt gut. Eins noch, ich habe dir eine Erinnerung aufs Handy gespielt, damit du weißt, worum es geht. Besorg dir genug Rechenleistung, damit wir Bloom erledigen können. Und gleich nach der Pause sprechen wir mit einem ehemaligen Street Artist. Sweet Tea, wie in der Szene genannt wird, möchte sein neues Buch promoten und eine brandneue Modelinie. Mit T-Shirts, Kappen und Schmuck. Äußerst bemerkenswert. Die Original Chicago Deadsec koordiniert ihre Operation. Alle arbeiten vorrangig auf dasselbe Ziel hin. Gerüchten zufolge. Deadsec hat Josh entdeckt. Anti-CTOS-Videos auf Envy zu posten. Der Junge läuft mit einer Plastik-Halloween-Maske herum. Ein Totenkopf. Aber der allerbilligste Totenkopf, den er finden konnte. Man sieht durch das Ding seine Augen. Ein absolutes No-Go in Sachen Profiler meiden. Er hat seine Stimme verzerrt, benutzt aber noch dieselbe Ausdrucksweise. Josh ist ein hochfunktionaler Autist. Er hat also eine ganz besondere Art zu sprechen. Sitara konnte ihn leicht aufspüren. Aber er war ganz anders, als wir es erwartet hatten. Wenn es ums reine Codieren geht, spielt Josh in einer höheren Liga als der Rest von uns. Wir haben sein CTOS-Profil gesehen und da sind allerlei böse Hinweise erschienen. Emotional zurückgeblieben. Labil. Sogar wenig Punkte bei der geistigen Reife. Nichts davon trifft zu. Und er wurde schnell zur Aktivistenseele unserer Gruppe. Er sieht die Dinge zumeist schwarz-weiß. Fair und unfair. Deshalb manchmal erfrischend
Geld. Im Rat der Daves. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber irgendjemand kanalisiert ihre Anstrengungen. Ich weiß das, weil ich sie genau studiert und sogar einige ihrer Ops ausprobiert habe. Ich wollte sie emulieren. Wollte herausfinden, was funktioniert und habe es bei uns angewandt. Doch die Mitglieder unserer Bay Area Dead Cell könnten für... Deadsec hat Josh entdeckt. Anti-CTO. Sorry, war keine Absicht. Die App ist runtergeladen und ich bin im Park. Was teste ich denn? Mach Profile von deiner Umgebung. Leute, Geräte und so. Schau, was du rauskriegst. So finden wir unsere nächsten Ops. Und indem wir Ops durchführen, die den Leuten wichtig sind, wecken wir ihr Interesse an DeadSec. Je mehr Follower die App runterladen, desto mehr Infos kriegen wir. Der Kreislauf des Lebens. Oh, und schau, ob du Komponenten findest, die bei unserer Forschung helfen. Hipster Kaufmann! Die App ist ein Data-Mining-Tool. Des Todes! Okay, okay, ich hab's kapiert. Also, was jetzt? Das liegt bei dir. Du kannst tun, wonach dir gerade ist. Wir posten Orbs in der DeadSec-App. Und für die kriegen wir Follower. Und Follower sind unser Zester. Follower bedeuten Computer. Damit kriegen wir mehr Rechenleistung und damit größere und krassere Orbs. Die spirituelle Organisation New Dawn beschuldigt Aucklands Stadträtin Miranda Comey der Verleumdung. Im Interview nannte die Stadträtin die Organisation ein, Zitat, betrügerisches Schneeballsystem. Die Organisation schlägt offenbar mit mehr als nur Anwälten zurück. Das Privatleben der Stadträtin rückte ins Rampenlicht, als auf mysteriöse Weise Krankenakten, Transgender-Behandlungen an die Medien gelangten.